Die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und der forschenden Arzneimittelindustrie hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gebracht für die Patienten. Man muss auch mal ganz klar sagen, das ist ja immer so, erstmal hat so ein Geschmäckle, ist so ein bisschen, wird so ein bisschen anrüchig angesehen. Die Wahrheit aber ist, dass die forschende Arzneimittelindustrie mit ganz viel Geld auch Wissenschaft unterstützt, die gar nicht bezogen ist auf irgendein Produkt der entsprechenden Pharmaindustrie. Also ich würde so weit gehen wollen, heute zu sagen, ein wesentlicher Teil der Ärztefortbildung und auch ein wesentlicher Teil produktunabhängiger Forschung wird tatsächlich durch die Arzneimittelindustrie, durch die Pharmaindustrie bezahlt, während sich die öffentliche Hand, deren Aufgabe das vielleicht wäre zu bezahlen, sich völlig zurückgezogen hat. Ich bin ja Dermatologe, Hautarzt, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir wissen über die Versorgung einer unserer wichtigsten Hauterkrankungen, der Schuppenflechte, die immerhin 3% der Menschen in Deutschland betrifft, nur darum so viel, wie wir sie behandeln, was für Ziele wir verfolgen sollten, welche Begleiterkrankungen es gibt und so weiter. Was also direkt der Versorgung der Patienten zugutekommt, weil die Arzneimittelindustrie das finanziert. Aus meiner Sicht muss man das in zwei Teile gliedern die Antwort. In dem Moment, wo es den Patienten und damit die Patientensicherheit und die Behandlung betrifft, sollte es 100% transparent sein. Jegliche Form von Nebenabreden oder Dingen, die mit dem Patienten und seiner Behandlung gar nichts zu tun haben, sind aus meiner Sicht nicht das Bier der Öffentlichkeit, sondern das ist eine reine Absprache zwischen den Ärzten und der Industrie. Ich habe mich, als ich erstmals mit diesem Transparenzkodex konfrontiert war, habe ich mich dafür entschieden, ja, das auch öffentlich bekannt zu geben und habe aber die Erfahrung gemacht, dass es auch in der in der Öffentlichkeit noch nicht genügend Aufklärung herrscht und auch Journalisten manchmal nicht gut genug informiert sind und dann diese Zahlen quasi benutzen, um schlechte Stimmung gegen uns Ärzte zu machen, sodass ich jetzt eher wieder Abstand davon halte und solange es nicht wirklich grundsätzlich verpflichtend ist, das auch nicht unterzeichnen würde. Also, bisher gab es für mich die Frage nicht, weil ich in keiner finanziellen oder sonstigen Korrelation zur Industrie stehe, weder zur Medizintechnik noch zur Pharmaindustrie. Sollte das in absehbarer Zeit der Fall sein, würde ich mich dem Kodex anschließen, würde alles darlegen, allein um für alle Situationen nicht angreifbar zu sein und um allen Leuten transparent darzustellen, wie die Beziehungen und die verschiedenen Ströme der Interessen gelagert sind. Also was ich sehe, ist grundsätzlich, dass wir sehr gut zusammenarbeiten. Das macht auch große Freude, Sachen zu entwickeln. Es arbeiten ja auch sehr, sehr viele Ärzte in der Pharmaindustrie. Und da muss man sagen, da versteht man sich dann auch relativ schnell und arbeitet auch ähnlich. Es wird ein anderes Zusammenarbeiten sein. Und die Zeiten, wo dann irgendwie der Chefarzt mit erster Klasse irgendwo hingeflogen wurde, Limousine ab ins Fünf-Sterne-Hotel, nur damit er da einmal seinen Sanktus gibt, die sind vorbei. Das ist auch gut so. Es findet viel mehr auf Arbeitsebene statt. Nichtsdestotrotz sind wir Ärzte, gerade diejenigen, die sich viel einbringen, die viel Erfahrung haben, unfassbar viel unterwegs. Und das muss man irgendwie dann eben auch abdecken, dass man sagt, wo kommen wir eigentlich zusammen, wo können wir gut zusammenarbeiten, so dass es auch zielführend ist und man sich nicht immer nur beweihräuchert auf irgendwelchen Kongressen, sondern auch sagt, wir setzen noch was um.